Wir grüßen auch den, der der Wichtigste ist am heutigen Abend, Gott selber. Und so begrüßen wir ihn im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir freuen uns, dass die Ministranten uns heuer die Geschichte, das Geheimnis des heutigen Abends von der Geburt Christi darstellen werden. Ach, endlich ist wieder Weihnachten. Bin ich froh, dass der Stress der letzten Wochen vorbei ist und ich jetzt hier mit euch in der Kirche sein kann. Ich habe gehört, dass heuer Ministranten das Krippenspiel machen und uns erzählen, was sich damals vor mehr als 2000 Jahren zu Weihnachten in Bethlehem zugetragen hat. Ich bin schon sehr gespannt und freue mich, mit euch dieses Spiel zu sehen. Schau, Maria, dort hinten liegt Bethlehem. Da ist unsere Reise zu Ende. Das ist gut, denn der Weg war weit. Ich bin müde und kann kaum noch gehen. Sicher finden wir eine gute Herberge für dich und für mich und besonders für das Kind, das nun bald geboren werden soll. Komm, lass uns weitergehen und keine Zeit verlieren. Schau, da ist ein Wirtshaus. Vielleicht wohnen gute Leute dort, die uns reinlassen. Ich klopf mal an. Da macht niemand auf. Wir müssen weitergehen. Wer klopft an? Ach, fremde Leute seid ihr. Ich weiß schon, ihr sucht Herberge. Aber in diesen Tagen findet keine Maus mehr ein Loch in Bethlehem. Alles ist überfüllt. Aber dort hinten ist noch ein Stall. Dort könnt ihr übernachten. Und als sie dort sind, bringt Maria ihren Sohn zur Welt. Weil sie sonst keinen Platz für ihr Kind hat, wickelt sie es in Windeln und legt es in eine Krippe. Auf dem Feld bei Bethlehem lagern Hirten. Sie wachen bei ihren Schafen. Jeden Tag das Gleiche. Jetzt sitzen wir schon wieder da unter den Schafhirten. Schafhirten, Schafhirten. Und findest du es halt auch ganz besonders? Ich sehe ja fast nichts. Ja, und kalt ist auch ganz schön, aber das ist halt einmal unsere Aufgabe. Hey, es zwei, schaut mal her, da hinten kommt ein Licht. Was ist das? Ich hab Angst. Fürchtet euch nicht, ich verkünde euch eine große Freude. Heute wurde in Bethlehem der Retter der Welt geboren. Es ist Jesus, der Herr, auf den ihr gewartet habt. Er bringt Frieden und macht das Dunkel in der Welt wieder hell. Er könnte das, was die Nacht machen kann, das kann einer glauben. Wenn das wirklich wahr ist, was der Engel sagt, dann müssen wir das Kind suchen. Ja, aber wo soll man denn suchen? Ihr findet das Kind in einem Stall. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Krippe. Kommt, nehmt eure Laternen, machen wir uns auf den Weg und schauen wir, ob wir das Kind finden. Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg. Führ uns zur Krippe hin, zeig, wo sie steht. Leuchte du uns voran, bis wir dort sind. Stern über Bethlehem, führ uns zum Kind. Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg. Führ uns zur Krippe hin, zeig, wo sie steht. Schatz, da drüben, der leuchte Stern, so hör.
Und da ist auch der Stall. Kommt, gehen wir hin. Mei, so lieb das kleine Kindl. Mit dem Licht von der Laterne schaut es aus, als würde es leuchten. Ja, es stimmt wirklich, was der Engel gesagt hat. Das Kind ist Licht für alle Menschen. In meinem Herzen wird es auch schon ganz hell und warm. Das ist ja wunderbar. Das müssen wir die Leute gleich weiter sagen. Freut euch, heute ist der Heiland geboren, ein Kind in Bethlehem. Es kommt, um alle zu trösten, die traurig sind, um allen zu helfen, die leiden, um bei allen zu sein, die einsam und alleine sind. Es ist Jesus, unser Retter und Erlöser.